Oh, und Metal, meine lieben Hähnchens, da bin ich wieder, euer Mad Dog. Und natürlich seid ihr willkommen auf dem Wohl. Kanal auf ganz YouTube weit und breit, meine lieben Freunde. Und ja, was machen wir heute? Ihr seht schon, das Hotdog-Video. Und ich bin beim Brot und Brötchen, wie ihr wisst, nicht alleine. Ich habe meinen guten Freund Gunny dabei. Metal Gunny. Wenn ich durch den City reiß, oh yeah, und wenn ich meinen Bier öffne, sind die Frauen wieder stolz auf mich, yeah. Und wenn ich meinen Bier kippe, dann sind die stolz, das glaubt man gar nicht. Morning! Gunny ist da. Gunny ist da, oh, ganz vergessen. Ja, Freunde, was gibt's Neues? Es gibt's Leuten, die kommen einfach zurück auf YouTube, nämlich den schwarzen Arnold Degger sein. Ja, da freue ich mir ein zweites Loch in den Arsch. Twitch war nie so ganz meins, vor allem mit meinen Internetscherereien in den letzten Wochen und Monaten. Ja, ja. Ein, zweimal war ich ja bei ihm, aber puh. Ich bin froh, dass er wieder da ist. Er hat doch heute gleich einen rausgemeldet. Die Leute freuen sich und Liebe geht raus an Arnie, Liebe geht raus an Ungol, Liebe geht raus an Lemmetal und Liebe geht raus an Mad Dog, meinen Gast hier heute, meine lieben Friends. Mad Dog, ihr müsst unbedingt bei Matty vorbeigucken. Einer der besten Kanäle überhaupt auf ganz YouTube, Freunden. Ja, sag ich doch. Es gibt's halt solche Leuten. Ja, das ist ein Nierhaus. Ja, nee, das kommt zum Ende erst. Das ist ein Nierhaus. Ja, ich weiß. Mein. Ich dachte, wir sind fertig. Das Gesicht hier reicht mir schon wieder. Und hier natürlich Gedanke für das Thumbnail an den lieben Arnie raus. Die 16,5 Lüge haben wir hier gleich. Ja, der Arnie und die Thumbnails, das hat er schon raus. Ja, das hat er raus. Da fühlt er sich. Da fühlt er sich. Da kann er sich austoben wie so ein Irrer. Wenn er das hört, wie er hier. Ja, ich mach mal hier Zeug. So. Oh, wow. Du siehst es ja, ne? Im Watch Together, ne? Das Gesicht hier, ne? Nett, oder? Du, ich dachte, ich hätte jetzt schon genug gesagt für den Rest des Videos. Ich hab da schon dieser Kehrbesen da oben. Junge, Junge. Es ist fürchterlich. Der sieht aus wie so eine dicke, fette, kurz vorm Platzen stehende scheiß Ananas. Ja. Erinnerst du dich noch an Castaway? Wilson! Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ein großartiger Film, also. Ja, ja. Oh. Da siehst du, was ein wenn ein Schauspieler wirklich was drauf hat. Das siehst du an so einem Film. Ja, richtig, richtig. Genauso sieht er aus wie Wilson hier. Wie dieser Volleyball oder was das war, ne? Ja, richtig. Oh Mann, ne. Ja, ich habe jetzt mal einen rausgehauen, dass ich auch Filme kenne. Ich habe ja Rainer vorgestern behandelt auf meinem Kanal, ganz alleine und lange. Und jetzt bescherst du mir den schon wieder. Das zweimal diese Woche, du. Ja, ja, ich weiß, das wird hart. Das wird hart. Ich weiß, aber ey, die Stunde, die war beeindruckend. Über eine Stunde. Ich habe mir gedacht, Bruder, was ist hier passiert? Du, habe ich selbst hinterher gedacht. Ich dachte, was war das denn? Ja, hast danach wahrscheinlich gedacht, ist das überhaupt passiert? War ich das? Ich dachte, wenn Mad Dog das sieht, dann denkt er, er wäre in der Matrix. Ja, ich habe das wirklich gedacht. Ich dachte, oh, wie, was, Rainer, das Heuli-Video? Wie, 1 Stunde, 11 Minuten? Bist du wahnsinnig, Junge? Ich wollte dich schon anrufen und sagen, geht's dir noch gut? Ist alles okay? Soll ich einen Arzt rufen? Du, ich wollte das mal ausprobieren, ob das klappt, dass ich ruhig bleibe. Ich habe mir so oft auf die Zunge gebissen, das hat man auch gemerkt, ne? Ja, ja, hat man. Aber du hast ich war auch hinterher im Rage-Modus, aber dafür bin ich ja jetzt bei dir und kann mal wieder schön gediegen ausrasten. Ja, ja. Man muss das hier so denken, bei Gunny ist es so, er behandelt Lü Funk, er behandelt Marvin, er behandelt Cristalli, aber keiner von denen findet es so schlimm wie diesen hier. Ne? Das ist richtig. Der hier ist Rainer verbindet alle schlechten Eigenschaften von den anderen dreien in einer Person. Ja. Ja. Ist einfach so. Dem stimme ich zu. Man muss sagen, ne, was bei Cristalli fehlt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Cristalli hat seine Wohnung noch nicht kaputt gemacht. Das weiß ich nicht so genau, du. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ab und zu im Regal runtertritt. Ja, das, ja, einfach um zu testen, wie stark er ist. Nee, das ist dann wieder Lü Funk, der Dulli. Nee, einfach so, weil eine Katze vielleicht mal wieder gespielt hat, was er nicht durfte. Oder, hey! Ja, genau, hey!
Dieser kranke Arsch, du, den kann ich auch überhaupt nicht ab. Also ich habe, als ich heute bei Ungol reingeguckt habe, in das Marvin-Video, das war so erheiternd, ich habe mich schlapp gelacht. Ja, glaube ich. Ich auch. Ich auch. Ich und Ungol, so. Ungol, Kuss geht raus, du darfst meinen Gesang sehr gerne rein einfügen. Das war schon schön. Das war schon schön. Aber es ist einfach nur einem Blödmann zuzugucken, ist viel entspannter als so bösartigen Menschen, weißt du? Und Marvin ist halt einfach nur ein Blödmann. Ja, ja. Aber der hat auch seine bösen Momente, wie du dich erinnerst an, hey, können die Leute, kann ja der Fahrer nichts dafür, wenn die beiden Uhr plötzlich über den Zebrastreifen laufen. Kann ja. Ich weiß aber auch, das schulde ich auch gar keiner bösen Absicht bei ihm. Der ist einfach zu blöd. Meinst du? Okay. Ja. Wenn Cristalli oder Rainer sowas sagt, das ist so. Das ist so richtig berechnend, weißt du? Mhm. Und der Marvin, der haut das raus und weiß gar nicht, was er da gerade gesagt hat. Genau wie wenn er die N-Bombe droppt, ne? Das kann schon sein. Kann schon sein. Aber da muss ich halt sagen, auch Unwissenheit schützt halt vor Strafe nicht, ne? Muss man halt auch so. Richtig, sehen. Das ist richtig. Also ich hätte ihn auch zerreißen können bei dem Ding, wo die Frau überfahren wurde mit dem Kind. Ja, ja. Hat man jetzt hier gerade in Nordrhein-Westfalen, gestern, ne? Hat auch ein 19-Jähriger besoffen, eine Frau, schwangere Frau totgefahren, eine 30-Jährige. Wunderbar. Das ist toll. Du, da gibt es keine Entschuldigung für mich. Nein. Du, da musst du dir mal denken, was der Mann, der arme Mann denkt, der zurückbleibt. Ich würde nichts in seine Haut stecken wollen. Du zerstörst ja nicht nur dieses eine oder diese schwangere Leben, du zerstörst Familien und Angehörige für immer. Ja, richtig. Das ist einfach so, ne? Der arme Mann ist auf ewig gebrochen. Ja, dann wird er abhängig von irgendwas oder bringt sich um oder keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich sowas vertragen könnte. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte bei Hunden schon ein Riesenproblem. Was ist da? Alter. Oh, hör auf, Alter. Ey, als mein Rottweiler gestorben ist, Junge, da habe ich in der ersten Woche 7 Kilo abgenommen. Das glaube ich. Ging mir ähnlich. Und auch meine Schäferhündin. Oh, so ein tolles Tier. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin so traurig, weil ich habe es rausgezögert. Ich wollte sie einfach nicht einschläfern lassen. Dabei wäre es richtig gewesen. Aber hinterher ist man immer irgendwie schlauer, ne? Hinterher ist immer schlauer. Aber bevor wir hier jetzt irgendwie noch traurig werden, gehen wir rein ins Wasserbein. Ja, und der Bernd hat ordentlich was zu texten gleich. Und ja. Du machst nicht so oft Stopp, ne? Sonst schaffe ich die 20 Minuten nicht mit dem Dulli. Ja, ich verspreche es. Oh, in Garni sehe ich schon, das ist eine Lüge. Ey, was sagst du hier zu meiner 5G-Hotspot-Verbindung? Mega, oder? Boah, ich wollte schon irgendwie, man versteht ihn so anständig, was ist hier passiert. Ja, ist zwar nur vorübergehend, aber irgendwie eine geile Geschichte. Ja, keine Aussetzer. Tja, gar nicht ohne Aussetzer. Ich werde wahnsinnig. Ja, die kommen jetzt gleich, pass auf. Ja, gehen wir rein, Leute. Schön war's. Vorgeplänkel vom Feinsten. Bernd hat was zu tun. Metal-Lode. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Nicht wundern, wenn die Qualität jetzt am Anfang vom Video... Marvin würde jetzt sagen, wenn er den sieht, das ist Ananas-Geschmack. Biene Apple. Eigentlich ist das in Wirklichkeit ein Apfel, so. Ein Video ein bisschen scheiße ist. Das liegt daran, dass ich heute eine andere Kamera verwende. Ich wollte noch sagen, Metal Rainer, gut siehst du aus. So ganz ohne Hals. Ja, das ist echt heftig bei ihm. Ich bin ja auch fett, ne? Aber ich habe immer einen Hals. Ja, ich weiß. Du hast einen Hals. Aber da? Ich weiß nicht. Wo ist er denn? Würde aber gleich mit der normalen Kamera weitergehen. Der Grund, warum ich gerade hier drinnen bin, ist, um euch zu zeigen, dass mein gelber Gießer hier noch steht. So, warum zeige ich euch das? Das liegt daran, dass irgendein Vollhonk im Internet wieder mal Lügen verbreitet. Ich meine, es ist nichts Ungewöhnliches. Er sagt immer so schön Internet, denke ich mir immer, ja. Im Internet, das sind die Inder alle nett. Wir wissen es alle, die Hater lügen, wenn sie das Maul aufmachen. Aber angeblich wurde mir der gelbe Gießer geklaut. Danke. Nein, du lügst, wenn du das Maul aufmachst, du verdammter Lügenlord.
Ja, und jetzt muss ich dir auch so vorstellen, das hat jemand nur wieder gemacht, um genau das zu provozieren. Und genau das ist passiert. Aber wir sind kein Tanzbär, nee. Nein. Nee. Nee. Hat übrigens der Metzger auch gerne gemacht. Ihn so Sachen erzählt, der Playbutton ist überhaupt nicht echt. Damals, ja. Und schon muss dann hochhalten und erklären. Wie geplant. So dumm. Aber wie gesagt, er ist kein Tanzbär. Nein. Und was ist das denn? Die Hater. Na gut, bevor ich jetzt kurz weiterlaufe, heute geht's los mit dem Hot Talk. Ich habe dafür schon. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gani. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich Ja, dachte, bitte. wir gehen ins Hot-Dog-Video, nicht in den Hot-Talk. Es ist hier das Hot-Talk-Video, alles klar. Digga, ich liebe Würstchen in jeder Art und Weise. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich gucke ja den Mist immer blind bei dir. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich kenne das Video schon ein bisschen. Aber du bist ja so ein Hotdog-Spezialist, ne? Überhaupt, was Würstchen betrifft. Ich werde da bestimmt einiges zu sagen, weil ich ja auch so ein Hobbykoch bin, ne? Ja, ich weiß. Ach, und eine Zuschauerin, das ist auch eine Zuschauerin von mir. Mir ist gerade der Name entfallen. Grüße gehen raus. Die hat unter einem der letzten Brot- und Brötchen-Videos geschrieben, dass das ja falsch ist, wenn ich meine Nudeln abschrecke. Okay. Weil die Soße ja dann nicht haftet. Die Erfahrung mache ich ehrlich gesagt nicht. Meine Soße haftet und ich muss das tun, weil ich nicht sofort esse nach dem Kochen. Wenn du jetzt direkt das warme Essen vom Herd nimmst nach dem Kochen, dann klar, nimm die heißen Nudeln. Aber da ich erst Stunden später dann esse, ich koche das vor, muss ich die abschrecken, sonst wird das nur noch Matschepampe. Das ist halt einfach so, ne? Das stimmt. Das stimmt. Dann ist Matschepampe. Also wenn was zieht, nachzieht, dann Nudeln, Alter. Oh ja. Alles soweit vorbereitet. Wir machen das Video wieder hier oben, weil es für mich einfacher ist. Und einer der Gründe. Ach, und ein anderer Zuschauer hat noch bei dir gesagt, weil ich ja da den Royal TS als meinen Lieblingsburger gewählt habe, dass da ja gar kein Ketchup drauf ist. Das stimmt. Aber Ja, ich, wenn ich mir stimmt. selber Burger mache, die gehen in die Richtung Royal TS und da ist dann auch Ketchup halt mit drauf. So meinte ich das, ne? Ah, okay. Aber Royal TS, da hat er recht. Da ist kein Ketchup drauf. Nein, das ist so eine Art Mayo, so eine Creme, so eine Remoulade, sowas Helles. Schmeckt auch geil einfach. Ja. Warum ich zwei Kameras verwende heute, ist einmal, dass die Kamera bereits. Ah, und ein anderer Zuschauer. Nein, Spaß. Jetzt Aber hab ich gehe immer gerne auf Kommentare ein, weißt du? Ja, ich weiß. Du schon, ja. Du hast auch recht, das zu tun. Ausgerichtet ist und ich möchte nach Möglichkeit diese Kamera nicht nochmal neu umstellen. Bevor wir hier jetzt anfangen, Leute, Gunny ist unten in der Videobeschreibung, nur noch ein Kanal. Abonniert den bitte. Der hat immer noch erst knapp über 1000. Ihr müsst doch jetzt mal langsam hier Gas geben. Bitte. Das verstehe ich auch nicht, du. Also, ob ich meinen Gunrunner auch wieder kriege, so wie Ani sein? Hast du es nicht schon mal wieder probiert? Ich habe es zweimal probiert und seitdem nicht mehr, weil ich jetzt meinen Kanal da mache. Dann würde ich sagen, Gas geben. Ja, ich guck noch mal. Ja. Weil der lief ja krank. Der, boah. Eben. Da ging was. Da war das schlechteste Video trotzdem vierstellig von den Klicks her, weißt Na dann, los geht's. Stellen, weil die jetzt eben schon perfekt ausgerichtet ist. Metal, Leute, Servus. Haha, habe ich dir zu viel versprochen? Kein Gesichtskochen heute. Oh, fein. Dafür siehst du halt die Wampe. Sondern herzliches Willkommen beim Hotdog-Video. Heute machen wir ein Hotdog-Video. Ich habe hier Käse, ich habe Senf, ich habe Hamburgersoße, ich habe Hotdog-Brötchen, ich habe Würstchen, dieses Mal abgepackte vom Laden. Es war ein bisschen einfacher, mir jetzt die zu holen. Ah, das sind diese abgepackten Wiener, die Ja. schmecken sehr gut. Ja, richtig. Die sind echt richtig gut. Das jetzt irgendwie welche vom Metzger zu holen. So, damit hätte ich erstmal alles da. Pure Ausrede, das ist für ihn halt einfach
Ja, besser, wenn er da hingeht. Ich glaube, in Emskirchen, da gibt es nicht mal einen richtigen Metzger. Hab keinen gefunden. Restaurants gibt's da, 2, 3 Stück, aber kein Metzger. Nur halt eben im Zwingel. Ich weiß es nicht. Bei uns haben damals sogar auch die Bauern selbst geschlachtet, weil da habe ich mir öfters mal Dosen und so geholt. Das war erstklassig, ey. Ja, bei uns auch. Ich sehe jetzt schon, dass da einige Zutaten fehlen und einige da sind, die gar nicht hingehören. Mal sehen. Welche gehört nicht hin? Bin der Meinung, die Gurke. Die Gemüsegurke gehört auf keinen Fall hin. Und ja. Der normale Mensch, ich nehme frische Zwiebeln, weil ich Röstzwiebeln hasse, aber viele Menschen lieben Röstzwiebeln und die gehören auch eigentlich auf den Hotdog, ne? Ich liebe Röstzwiebeln. Wieso hast du Röstzwiebeln? Was ist los mit dir? Das ist für mich... Okay. Ich habe da eine Macke. Ich esse auch keinen Joghurt mit Cerealien. Okay. Wenn ich einen Hotdog esse, will ich nichts, was knackt, außer die Zwiebel. Verstehst du? Aber, die frische Zwiebel halt, ne? Klar. Die einzigen Cerealien, die ich esse, das ist die Schokoladensplitter im Strassiertellereis. Oh mein Gott. Wie lange habe ich schon kein Eis mehr? Nein, ich habe das ist bei mir. Ich esse jeden Tag Eis, aber weißt du ja. Jeden Tag. Okay, echt? Okay, gut. Ja, ist für mich die beste Süßigkeit, die es gibt. Okay. Es fehlt Ketchup. Heute gerade erst wieder Neues gekauft. Alter. Und redet immer noch die Sandsäcke vom Ständer. Immer noch. Und es fehlen noch ein paar andere Sachen. Das liegt daran, dass ich kein Ketchup auf meinen Hotdogs mag. Kein Ketchup auf Hamburger, wollte er sagen. Ketchup finde ich schon geil auf einer heißen Bockwurst, aber Senf auch. Ja, Senf auch. Ich bin sowieso sehr viel mehr ein Senf-Fan als Ketchup-Fan. Weit mehr. Bei mir kommt es immer so drauf an. Auf wenn was? Ich zum Beispiel warme Frikadellen esse, wenn ich jetzt warmes Fleisch oder Frikadellen. Okay. Bockwurst kalt esse oder ein kalt. Kaltes Schnitzel oder ein kaltes Kotelett. Ey, mega geil mit Senf. Okay. Das haben wir in der Baubude schon immer so gemacht. Morgens Schnitzel geholt vom Schlachter und mit Mostrich gefressen. Alter, nice. Okay. Das schmeckt richtig gut. Du hast mich schon ein paar Mal auf Ideen gebracht. Vorne dran dein Gulasch. Ich werde dich hier gleich mal noch auf eine ganz, ganz simple Idee bringen, die meisten Leute gar nicht kennen. Ich bin. Aber lass erst mal weiterhören. Ich bin gespannt. Genauso wenig mag ich Zwiebeln auf meinen Hotdogs, aber ich werde auch mal solche. Hast du das gehört? Er mag keine Zwiebeln auf seinem Hotdog. So. Also bei mir geht fast gar nichts ohne Zwiebeln. Ja, absolut. Zwiebeln ist mit das Beste, was gibt. Ja. Videos machen. Der hat aber mal in eine blanke Zwiebel gebissen. Ja, geil. Ja. Junge, Junge. Wo ich dann die auch nochmal zeige. Ich habe mir gedacht, ich zeige für den Anfang so meine Lieblingshotdogs oder ein paar von meinen Lieblingshotdogs. Ich habe, wie gesagt, einige Sachen hier. Ihr seht, ich habe 2 Teller hier. Das hat im Prinzip einen recht einfachen Grund. Und zwar ist der eine für die fertigen Hotdogs und einer ist für die Gurken. Beziehungsweise ich mache es normalerweise so, dass ich das dann alles fertig zubereite, sprich den Käse. Den Käse verstehe ich aber auch nicht. Gehört er mit rein? Für mich nicht. Ich würde meinen Hotdog immer ohne Käse essen. Und auch ohne Gemüsegurke, um ehrlich zu sein. Wenn überhaupt, dann eingelegte Gurke da drauf. Ja, wenn, dann hast du völlig recht. Aber... ich habe mit diesen beiden Sachen hier, Käse und Gurke, hier echt ein Problem. Mit allem anderen, fein. Die Gurken, Tomaten, was auch immer. Und packt die dann alle immer auf 1 oder 2 Teller. Und damit wären wir auch eigentlich schon beim Grund, warum ich überhaupt eine Hotdog-Maschine besitze. Ich glaube, die steht gerade ein bisschen weit drüben. So sieht sie aus. Da kommen jetzt gleich die Hotdogs in den Becher. Dann werden die Hotdogs schon mal warm gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dieses komische Eisenteil hier, wo die Hotdogs draufkommen. Ich finde, das macht die Hotdogs völlig kaputt, wenn die so lätschert sind.
Die kriegst du da nicht drauf. Digga, ich weiß gar nicht, warum man so behindert sein muss und so eine Maschine benutzen muss dafür. Das ist doch nichts anderes als ein Brötchen schmieren. Im Endeffekt nicht, ja. Im Endeffekt nicht. Aber ich kann mit diesem Ding hier nicht umgehen. Gut, er hat es schon öfters in der Dusche benutzt, so ähnlich, aber gut. Ja, der setzt sich da vorher drauf und dann die Hotdogs. Dann, bei dem darfst du nichts annehmen, wenn der was zu essen macht. Nee, nee, wer weiß, wo das vorher war. Ach. So, der Grund, warum ich eine Hotdog-Maschine besitze, ist unter anderem auch, dass ich faul bin. Aber der Hauptgrund dafür ist nicht, dass ich faul bin, sondern wenn ich mal Besuch habe von Freunden, von meinen Mädels oder sonst jemand. Seine Mädels. Was für Freunden, was für... Aber oh Mann! Oh, so ein Spast, ey. Ja, du weißt von meinen doch. Mädels, von ja. meinen Freunden. Und dann ist er aufgewacht. Ja, dann ist er aufgewacht. Geht aber gut, dann ist er aufgewacht. Du hast keine Mädels. Spielt keine Rolle, was ich habe und was nicht. Das weiß ich wahrscheinlich besser als ihr. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, wenn ich mal Besuch bekomme, ist es praktischer, wenn man sowas hier hat, weil dann kann man einfach die Maschine hinstellen, das fertig geschnittene Gemüse hinstellen, den Käse und alles, was man so braucht, Senf, Ketchup, Mayo, was auch immer, Hamburgersoße in dem Fall hier, und dann kann man hergehen und einfach sich die Hotdogs vorbereiten. So, dann da hat er da diese dänische Remoulade mit dem Kohl drin, also die ist natürlich nice für sowas. Ja. Die ist wirklich nice, habe ich mir auch gerade schon überlegt. Aber es ist halt, was weiß ich, was für Zeug da drin. Die ist bestimmt sehr gezuckert. Ja, sowieso. Alles von dem Scheiß. Das Gesündeste, was du essen kannst, ist Senf. Senf ist wirklich gut, ey. Ja. Aber diese Remu, da sind Kohlstückchen drin. Die schmeckt schon echt geil, ey. Ja, ich weiß. Kackzeug. Obwohl es Kackzeug ist, ja. Schmeckt trotzdem geil. Ja, wie das meiste Kackzeug halt. Ja. Gut, wir fangen jetzt erstmal mit dem an, was am längsten braucht. Das ist standardmäßig bei mir so. Deswegen mache ich erstmal die Würstchen auf. So, jetzt nehme ich mir den Becher. Den kann man abnehmen. Und packe. So, jetzt hat er 4 Hotdog-Brötchen und reißt aber beide Teile der Wurst auf, obwohl jeweils 4 drin sind. Was soll der Scheiß? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er noch irgendwo ein Reservebrötchen. Ich weiß es aber nicht. Ja, erstmal die Hotdogs rein. Genau. Und schön mit den ungewaschenen Pfoten anfassen. Ja. Läuft. Ordentliches Gewürz dabei. So, ein weiterer Grund, warum die Hotdog-Maschine besser ist als zum Beispiel ein Topf, den man in den Ofen auf den Ofen oder auf den Herd stellt. Die Hotdogs können da drinnen länger warm bleiben, beziehungsweise sie sind leichter. Oder Garni, er hat vor, 2 in ein Brötchen zu tun, dann wird es auch passen. Macht man nicht, aber es würde reinpassen. Könnte ich mir geschmacklich schon sehr geil vorstellen. Da bin ich auch nicht direkt so. Ja, okay. Okay, den fühle ich am Ende. Am Ende. Dann lass die Gurke weg und alles, dann machst du lieber 2 Würstchen. Jetzt mal ohne Scheiß. Gemüsegurke. Passt 0,0 zu dieser Bockwurst und in den Hotdog. Überhaupt gar nicht. Geht ja gar nicht. Überhaupt. Ich. Vielleicht. Mensch, die passt auf so ein Käsebrötchen mit Schinken und noch Tomate und einem Ei oder so. Aber doch da nicht drauf. Ja, richtig. Deswegen heule ich ein wenig. Die ist so ein wenig des Krebs in meinen Augen hier. Ja, da gehört Zwiebel. Er hätte sich doch schön Zwiebeln klein hacken können, eine frische. Ja, das find ich geil. Er beißt eh da so gerne rein wie in einen Apfel, in eine Zwiebel. Hey, ja, das ist auch geil. Danach bist du wach. Aber am Heulen. Ja. Wach und heulen. Schön. Wach heulne. Heulne. Ja. Warm zu halten. Wartet mal kurz, das ist Blödsinn, was ich da gerade mache. Eigentlich ist es völliger Quatsch, was ich gerade treibe. Wir haben bloß 4 Brötchen gerade hier, das heißt, es macht keinen Sinn, so viele zu machen. Ich mache das immer standardmäßig. Ja, und deshalb hättest du Standardidiot auch eine Packung zulassen können. Die hätte sich noch Ewigkeiten im Kühlschrank gehalten. Ja. Metti, lass mal weiterlaufen, ich hole mir mal noch eine Wasserwaage.
Alles klar. Nicht, weil ich dann halt gleich immer mehrere Hotdogs habe. Wir nehmen 4 Stück. Die machen, dann machen wir einen Deckel drauf. Der ist ganz einfach drauf, den kann man drehen. Hat oben ein Loch drinnen, damit der Dampf abziehen kann. Und dann stellen wir den einfach hier drauf. Da ist eine Verriegelung drinnen. So, jetzt stehen sie fest da. So, die Hotdogs lege ich mal zur Seite. Ja, das passt schon so. Hättest du mal zugelassen. Ich kann die mal zur Seite legen hier. Dann sind sie mal weg. Gut. Jetzt kann ich hergehen und kann beim Hotdog erstmal hier drauf drücken. Dann ist er schon mal an. Dann arbeitet der von alleine. Und wir können uns in der Zwischenzeit auf andere Sachen konzentrieren, wie beispielsweise die Brötchen auspacken. Macht man ja vorher nicht, ne? Man macht da ja lieber so einen Lärm dann mit dem Scheiß aufmachen da. Hätte ich übrigens auch mit den Würstchen gemacht. Ich hätte mir die zuerst einen Teil davon aufgemacht und da reingelegt. Aber nee, vorbereiten ist nichts. Macht man alles während dem Video. So. Ich würde wetten, diese Folie liegt heute immer noch da, obwohl das Haus weg ist. Sehr schön. Jetzt haben wir schon mal die Brötchen hier. Wir haben hier so einen Stick dran. Dieser Stick ist eigentlich dafür gedacht, dass man die Hotdog-Brötchen nehmen kann und da reinstecken kann, damit die sich schon mal etwas aufwärmen. Betty, weißt du, was viel, viel geiler ist als so ein Hotdog mit diesen Kackbrötchen da, mit diesen Kacksemmeln? Was? Kennst du Würstchen im Schlafrock? Ja. Einfach so eine Bockwurst in den Blätterteig und dann in den Ofen. Alter. Junge, jetzt ist... Ach, Mann. Danke, das du. Das ist nice. Danke, du Sack. Jetzt kriege ich Hunger. Alter. Ich muss dir sagen, früher, wenn meine Mutter es nicht geschafft hat zu kochen, die hatte ja 3 Kinder und 2 Häuser, ne? Ja. Sauber zu halten, zu versorgen. Und sie wollte aber auch ein bisschen unabhängig noch arbeiten gehen. Dann ist sie Teilzeit arbeiten gegangen, mein Vater natürlich den ganzen Tag. Und wenn die es dann nicht geschafft hat, wegen der Arbeit auch richtig gut zu kochen mittags, das kam 2-3 Mal im Monat vor, dann hat die so schnelle Geschichten gemacht. Nämlich zum Beispiel Leberkäse auf Brötchen oder Bockwürstchen auf Brötchen, weißt du? Okay. Wir als Kinder haben das gefeiert. Wir waren froh, wenn die keine Zeit zum Kochen hatte. und das hat so gut geschmeckt, das hat mich so geprägt, dass ich mir das heute noch regelmäßig mache. Allerdings nie mit diesen Semmeln. Immer mit, es gibt auch diese 4er-Packung Aufbackbaguettes, die auch diese Größe da haben. Ja. Das ist viel, viel leckerer, wenn du das als Hotdog nimmst, als dieser Kack, der dir eh zerfällt in der Hand. Eben. Deswegen sage ich ja, auf das Metallding, da kriegst du dir noch nie ganz drauf. Das zerfällt auch wie... Ja, und wenn du dir jetzt mal Leberkäse in den Ofen haust, ja, den muss man nicht in der Pfanne machen, man kann sehr viel Fett und Arbeit sparen. Leberkäse in den Ofen haust und auf ein ganz normales Schnittbrötchen, so ein Feierabendbrötchen drauf mit Senf. Ja. Nee, mega guter Scheiß, Alter. Leider ist es nicht so gut geeignet. Wie man das. Wir kaufen die aber trotzdem, weil Hotdog draufsteht. Gerne hätte. Für mich ist dieses Ding da, diese Maschine, der absolute Riesenschwachsinn, sonst nichts. Ja, ist es. Weil es einfach nicht funktioniert. Zumindest nicht so, wie man sich's denkt. Reißen leider hinten auf. Deswegen gefällt mir das eigentlich nicht besonders. Ich lasse das auch normalerweise weg. Sein Arsch hat er in der Dusche auch aufgerissen. Oh, der war dumm. Man hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht es so, dass man die alle auf einen Teller legt, die Brötchen. Am besten ist es übrigens, wenn man es auch so macht, dann sind... Ey, jetzt, wie er erklären will, obwohl er nichts kann, das kotzt mich schon wieder richtig an, dieses Pissgesicht. Schau dir das an. Jetzt macht er hier auf Schlichten. Ich kenne schon mal ein Video, wo er mit Schlichten angefangen hat. Ringsherum auf dem Teller. Und normalerweise mache ich es so, dass ich sie dann in die Mikrowelle tue oder irgendwas, um sie aufzuwärmen.
Was macht denn diese Maschine da jetzt mit den Würstchen? Setzt die einfach unter Dampf oder was? Ja, die gehen unter Dampf. Und normalerweise, da dieses Metallstück hier auch warm wird, kannst du die Brötchen dann auch warm machen, wenn du es da drauf steckst. Ah, okay. Ja. Ja, das ist, so schlecht ist das nicht, wenn du dir die Würstchen so machst, weil wenn du die mal, ich habe mal Heiligabend, hatte ich mal viele Leute da und habe mal einen Riesentopf voll Wiener gemacht, ne, auf dem Herd. Okay. Dann geht's ran ans Essen und 10, 20 Würste liegen noch im großen Topf. Natürlich ausgestellt, Wasser kalt, alles gut. Aber wenn du die vergisst da drin, die müssen alle raus, Digga. Die schmecken, als würdest du einen Waschlappen kauen. Der ganze Geschmack ist dann weg, wenn du die im Wasser liegen lässt. Okay, shit. Wenn es bei mir schnell gehen soll, wenn ich mir so einen Hotdog machen will, mal eben auf ein Brötchen, dann haue ich meine Bockwürste einfach für 30 Sekunden in eine Mikrowelle. Bing, dann sind die heiß und gut. Perfekt. Wärmen. Das lasse ich aus Zeitgründen heute mal weg. Aber normalerweise... Aber werden die in der Mikrowelle nicht lätschert? Ja, kommt immer darauf an, was du für Würste hast. Wiener zum Beispiel gehen sehr gut, weil die ja auch knackig sind, ne? Ja. Und ich steche die immer ein bisschen ein mit der Gabel, damit die nicht auseinanderfetzen in der Mikro, ne? Okay, Argument. Alles klar. Okay. Prinzip verstanden. Das geht schon, schmeckt nicht so geil wie aus dem siedenden Wasser, aber dafür hast du keine Arbeit. 30 Sekunden Bing und du hast dein heißes Wurstbrötchen fertig, weißt du? Ja, ja. Dann noch ein wenig Senf dazu, Zwiebeln noch und die Sache passt. Und Ketchup. Gut, ich würde es weglassen. Ich nicht, aber das war's auch, genau. Ja, kein Käse und keine Gemüsegurke. Richtig. Wenn du willst, wie du vorhin gesagt hast, eine eingelegte Gewürzgurke, das fetzt auch. Ja, da esse ich auch regelmäßig. Das ist Pollack. Wir lieben alles, was eingelegt ist. Ich glaube. Es ist nicht schlecht, wenn die sich vorher erstmal ein bisschen aufwärmt. Das Einzige, was ich jetzt gerade mache, ist, ich schneide sie mir alle schon mal auf. Die sind zwar normalerweise alle schon eingeschnitten. Hier. Apropos Polen. Was hältst du eigentlich von meinem Polska-Video, wo ich gemacht habe? Habe ich nicht ganz geguckt. Okay. Dann weißt du, was du nachholen musst. Ja, du weißt doch, Drachenlord-Videos, Digi. Ja. Aber betreut von mir. Ne? Ja. Ich habe einiges noch nachzuholen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Aber leider sind die nicht so eingeschnitten, wie es sein sollte. Man könnte jetzt hergehen und könnte jetzt so mit dem Loch, wo sie sind. Apropos, ne? Ich habe mir ja letztens, wo du dein Heuli-Video von ihm hier gemacht hast, habe ich danach ja das Kristalli-Video gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, ich hatte ja frei, wo du das gemacht hast. Und dann habe ich mir gedacht, boah, da hocke ich mich jetzt hin, Frühstück und ziehe mir das Video rein. Da sehe ich nur, weil ich auch gedacht habe, so eine Stunde bestimmt wieder. Er hat Bock. Ich habe gemerkt, er hatte Bock. Da sehe ich Viertelstunde. Nein! Kristalli, ja, der hat mich... Nee, da fiel mir nichts mehr zu ein. Da hätte ich in eine Tischkante gebissen. Das ging nicht. Ja, ich weiß. Aber im ersten Moment dachte ich, weil ich wusste noch nicht so genau, worum es ging, ne? Da dachte ich zuerst, wie soll ich denn so schnell fertig werden? Hättest auch nur den Videotitel lesen müssen. Leute, ich schaff die Reaktion nicht. Ja, hätte ich, ja. Stand drin. Hier ist oben eine Spitze drauf. Sie reinstechen. Siehst du, jetzt kommt das, was ich meine. Das zerflattert total. Aber das ist genau der gleiche sinnlose Effekt, weil der Reis ist ja auch bloß auf im Prinzip. Das kann man also machen, wie man möchte. Ja, ob man es jetzt so macht. Sie bleiben halt nicht drauf. Ich weiß nicht, warum. Warum müssen die da drauf? Man macht doch diese Dinger nicht warm. Warum? Wozu? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch. Aufstecken. Das ist das Problem daran. Ja, sie sind jetzt auf. Wenn ich es jetzt in die Hand wegnehme, dann ist es zwar dran, aber er würde leicht nach hinten wegfallen oder so. Deswegen lasse ich das immer. Ja, und ich schneide es am liebsten einfach mit dem Messer auf. Da versuche ich mir die Stelle am Brötchen, wo es aufgeschnitten ist. Natürlich immer schön vorsichtig sein für die Jüngeren unter euch. Notfalls Mama oder Papa fragen. Junge, ich wusste, dass das kommt.
So ein Dulli, ey. Ja, das kommt einfach immer. Wenn irgendwas scharf sein soll, bitte Mama oder Papa fragen für die Kleinen. Oh. Alter, jeder Zwölfjährige kann es doch eh besser als er. Also, ja, was richtig. Richtig. Die haben alle mehr Gefühl im Finger wie er. Mit diesem Erzählt einen von Horror für die Jüngeren unter euch und nimmt das völlig falscheste Messer überhaupt dafür. Ja, richtig. Ach. So. Wir wollen ja nicht, dass sich jemand verletzt. Gut, jetzt sind sie schon mal offen. Ich nehme jetzt mal bloß die halbe Gurke. So, jetzt hat man verschiedene Möglichkeiten. Die meisten würden hergehen und würden wahrscheinlich... Nein, du Spast, die meisten würden gar keine Gurke nutzen. Richtig. Weg damit. Für was anderes verwenden. Jetzt zeigt er wieder, wie es richtig geht und nicht, wie es die meisten machen, weil er ist ganz besonders. Du weißt, er ist ein ganz besonderer Mensch. Ja, ja. Würden wahrscheinlich einfach... Aus einer gewissen Betrachtungsweise stimmt das sogar. Weil niemand will mit ihm was zu tun haben. Ja, bis auf das Mensch, ne? Das stimmt nicht so ganz. Du weißt, er ist ja kein Mensch mehr, hat er selber mal gesagt. Genau wie Kristalli, ne? Er ist ja göttlich. Oh, ich könnte ja so abkommen. Der, auch wieder Zitat vom Metzger. Der hat mal gesagt, und ich finde, das ist völlig richtig, Menschen, die Familie und Kinder haben, haben nichts zu tun mit Rainer Winkler. Besser ist es. Ja. Scheiben schneiden. Ich persönlich verzichte auf die Scheiben. Ich mache die Scheiben ein bisschen dicker. Du musst jetzt doch schneiden. Nö, passt auf. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich schöne dicke Scheiben nehme, aber nicht zu dick. Ich mache das mal alles schön langsam. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich hätte, wenn ich es jetzt hier benutze schon, hätte ich wenigstens die Schale weg. Weil ich mag das nicht. Bäh. Meinst du mich oder was? Ja, dich. Ja, ich mag die Schale hier nicht. Das ist eine Frage an dich. Würdest du das auch von der Gurke wegmachen oder nicht? Nein, ich esse tatsächlich alles mit Schale. Oh, okay. Alles klar. Ja, auch Kartoffeln. Weil das einzig Wahre an dem ganzen Teil, das ist das einzig Gesunde an dem ganzen Ding. Der Rest ist nur Wasser. Also ich esse tatsächlich, wenn kaufe ich Bio-Gurken, dann wasche ich die noch und dann wird die Schale mit weggegessen, natürlich. Alles klar. Gut zu wissen. Okay. Ergibt Sinn. So, jetzt habe ich genau 9 Scheiben. Und jetzt würfel ich das einfach. Das ist für die Hotdogs einfacher, weil man sie leichter in die Hotdogs reinbekommt. Wenn man Scheiben nimmt, auch wenn sie sehr dünn sind, ist es immer eher unpraktisch, weil dann fallen sie immer relativ schnell raus. Und wenn du da dann reinbeißt, bleiben die drin oder was? Wenn du in sowas reinbeißt, dann quetschst du ja alles. Also fällt es rechts und links raus. Das ist doch eh wieder so Schwachsinn. Er will den Leuten zeigen, wie es geht, wie es besser geht. Und Digga, hätte ich das Teil geschnitten, ich hätte es am Stück gelassen. Einmal längs durch, nochmal längs durch die Hälften, alles in Viertelstreifen, ne? Und dann vorhergehackt. Er macht sich das da so, es ist doch wieder nur Schwachsinn. Ja, richtig. Mühe, wo es gar keine braucht. Huch. Zum Glück ist hier alles sauber. Ja, bei ihm alles sauber, ja. Da sagen sich die Ratten und die Kakerlaken guten Abend, ey. Ja. So, man hört auch bereits das Wasser kochen. Der hat gerade die eine Folie für die Brötchen. Da unten hinter die Bockwürste, da oben links, hinter die Bockwürste hin. Würde das Haus noch stehen, würde diese Folie heute noch da liegen. Ja, Mann. In der Hotdog-Maschine. Das ist okay, das lassen wir so. Weil die Hotdogs sind deswegen ja noch nicht warm, nur weil es hier anfängt zu brutzeln. So. Ein bisschen aus der Übung, was das Schneiden angeht. Du warst noch nie in Übung, was Schneiden angeht. In jeglicher Hinsicht, was Schneiden betrifft. Ja. Hörst du, wie er schnauft, nur beim Schneiden? Ja. So schnauft er auch beim Rendern und Hochladen. Ja, mindestens. Da noch mehr, weil es ist ja richtig harte Arbeit.
Alter, würde ich das feiern, wenn er sich jetzt so den Finger abhackt. Ey. Ja, oh, das wäre schön. Oh. Oh, wir haben doch noch Ketchup. Ja. Kostenlos bekommen. So. Ich habe natürlich die Hände vorher gewaschen. Das sollte man natürlich immer drauf achten in der Küche. Oder wie Arnie machen würde. Dass man schöne, saubere Hände hat. Hab mir sogar extra vorgestern die Fingernägel geschnitten. Von gestern über. Auf heute. Ich gestern. Er hat gerade gesagt vorgestern. Und das sagt er von gestern auf heute. Ist der... Nee. Nee! Du weißt ja, Matti, er macht seit knapp 40 Jahren YouTube, ne? Ja, ja, warum? Ja, noch 28 und dann, ja, ist immerhin knapp 40. Stimmt. Mist. Also auf dem Hotdog diese viele Gemüsegurke, ich sage dir, das versaut, das ist wie, als würdest du den Geschmack vom Hotdog verdünnen mit Wasser. Ja, genau das Gleiche ist mir auch gerade eingefallen. Da kannst du das Zeug dann auch ins Wasser legen. Ja, Mann. Da die nämlich die Würstchen salzig sind. Und du legst da die Gurke rein. Was macht Salz mit so Wasserzeug? Das ist alles lätschert. Komplett. Du schmeckst halt dann wirklich nur noch diese wässrige Gurke, wenn du, die gehört da einfach nicht drauf, verstehst du? Ja. Nicht mal auf den Burger legen die Leute Gemüsegurke, weil da auch, wenn dann saure Gurke drauf gehört, die Geschmack hat. Ich hasse es, ich hasse. Mann, wie kann man bei sowas Einfaches so viel versauen? Mann, das schafft nicht mal ich. Hast du wieder zurückgespult jetzt? Aus Versehen. Oh. Kriegen wir hin. Du denkst doch wohl nicht freiwillig. Nee, natürlich nicht. Esse ich sie genauso gerne. Ofenkäse. Das ist kein Ofenkäse, Dulli. Nicht? Okay. Weißt du nicht, was Ofenkäse ist? Ich dachte, dieses Reibezeug da. Nein, das ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ich glaube, ich habe gerade ein wenig verkackt. Das schneiden wir raus. Guck dir doch mal das Logo von Ofi genau an. Jetzt kannst du was lernen. Ofenkäse ist meistens so eine Art Camembert oder Limburger in die Richtung in einem Holzgefäß, rund, was man in den Ofen stellt. Und danach kann man Brot reindütschen. Ja, ich weiß. Ja, okay. Und dann gibt es noch Backgouda, paniert und sowas. Das ist auch ja. Nice für einen Ofen. Ja, okay, ich hatte einen dummen Moment. Okay, gut. Alles gut. So, das ist jetzt ein. Matti. Ofenkäse. Das ist so süß, Digga. Hoffentlich hat es Ofi nicht gesehen. Oder sieht es Ofi nicht? Bitte, Ofi, wenn du das siehst, guck weg. Ein bisschen unsauber abgeschnitten, das macht aber nichts, da ich mir grundsätzlich geriebenen Käse mit so einem Zipbeutel hole. Das heißt, man kann jetzt einfach aufziehen. Na. So. Und kann ihn jederzeit wieder verschließen, dann ist er auch fest. So. Und ich nehme jetzt einfach in meinem Fall einfach ein bisschen den geriebenen Käse. Räume ihn hier hin. Und eigentlich ist der Teller nur dazu da, um wieder in den Kühlschrank gestellt zu werden, weil das für was anderes braucht, nicht für das. Ja, ich weiß auch nicht, was das da soll, so ein Schwachsinn. Ja, richtig. Weißt du, jeder wie er mag, wenn er das gerne so isst, okay, aber sich dann hinstellen, so wird's gemacht, so, hier, Tipp für euch und so muss das sein, das ist das, was mich immer so ankotzt an diesem Frägel. Ja. Hat aber trotzdem auf einem Hotdog nichts zu suchen, das ist kein Hotdog, so. Ist nicht. Nein. Wie du sagst, wenn es jemand mag, okay, aber dann soll er es verdammt doch mal nicht Hotdog nennen.
Digga, ich sag nur, Leute, macht euch, holt euch einen Blätterteig und rollt da Bockwürste rein in die Abschnitte, ab in den Ofen. Das ist, oh, da esst ihr nie wieder einen Hotdog. Ja, ich glaube schon, du hast recht. Ich habe noch Blätterteigreste hier, geil. Ja, mach ich. Ich hab Bockwürste, Digi. Ja. Scheiße. Ich fahr zu dir gleich und bring das mit. Bockwürste gehen einfach immer. Also, das ist so geil, das Zeug. Ne? Ja, ist so. So. Und im Prinzip sind wir jetzt schon fertig. Denn jetzt gibt es eigentlich nur noch eins. Und zwar warten wir jetzt darauf, dass die Hotdogs warm werden. Hier ist normalerweise jetzt noch Platz für den für die Tomaten. So, und deswegen, wie gesagt, schon mal vorab die kleine Info. Was? Die Tomaten will er da dann auch noch draufballern, theoretisch, oder was? Ja, hat er gerade gesagt. Dann kann er seine Hotdogs gleich trinken. Ja. Ja, warum gehört denn da trockenes Zeug drauf? Röstzwiebeln und so in der Regel. Ja, damit es knackig ist und nicht wässrig. Ach, Mann. Eigentlich kann er die Brötchen klein reißen und kompletten Salat jetzt davon machen. Ich verstehe das nicht hier. Was ist das? Hotdog ist es nicht. Nee. Aber wir sollen es alles so machen, weil das sind die einzig wahren Hotdogs. Ja, ja, genau. Er weiß es als einziger auf der Welt, das Rezept. Alle anderen machen es falsch. Genau mache ich bei den Hotdogs an sich anders oder vermutlich anders als viele. Der Grund, warum ich den Hotdog Maker will, ist, wenn ich den habe, brauche ich mir nicht groß den Kopf machen, wie lange die Würstchen heiß im Wasser liegen. Du machst dir bei überhaupt nichts einen Kopf. Dabei ist der so groß. Ja. Wie ein Medizinball. Mit Haare. Ja. Hier lediglich gedampft anstatt gekocht. Und das heißt, die sind im Prinzip heiß, sind die ganze Zeit in der. Also anders als kochen, du. Kochen tut die auch keiner. Wer die kocht, der hat auch geschmackslose Wurst. Die dürfen nur sieden. Ja. Das Wasser darf nicht blubbern. Ist so. Ich kann machen, dass man es ein bisschen besser sieht. Boah, ich bin immer so ein Klugscheißer, wenn es um Essen geht und Kochen, ne? Ich weiß, aber das ist auch verdient. Ich habe da so viel Erfahrung, weil ich das immer so, ich zelebriere Kochen, so wie Ungol, weißt du? Ja. Ja. Manche, wenn du da Spaß dran hast, das ist eine Offenbarung. Dann ist es aber auch was anderes. Ja, ja. Und dann macht es auch Bock. Ja, klar. So. Wir haben jetzt quasi die Hotdogs hier drinnen, die schön gedampft werden. Und jetzt haben wir. Das ist wirklich jetzt das Einzige, was ich jetzt wirklich bis hierher riech. Und was mir nicht sofort, Geruchsschmerzen bereitet. Also ich jetzt, wenn ich jetzt das wäre an dem Tisch und da liegen diese Zutaten, ich würde alles abräumen, bis auf die Würste und den Senf und das würde ich mir dann gönnen. Ja, du sagst es. Da sehe ich mich auch. Alles andere runtergeworfen von dem Tisch. Am Ende steht nur noch das Senf und die Würste. Ja, Mann. Und an Senf, mit Senf kannst du nichts verkehrt machen. Senf ist so eine geile Scheiße, ne? Ja, absolut. Es ist wirklich auch die einzige Soße, Leute. Die einzige fertige Soße, die bei mir zu Hause im Kühlschrank steht. Oh, echt? Ja. Ja, bei mir gibt es ein bisschen mehr. Du weißt ja, ich bin so ein Heinz-Ketchup-Fanatiker. Ich weiß. Den wolltest du ja mal probiert haben, ne? Ja. Ja. Irgendwann schnapp ich mit ihnen bei dir. Die Möglichkeit, jederzeit die Hotdogs heiß zu essen. Das ist der Grund, warum ich diesen Hotdog-Maker wollte. Weil, wenn man zum Beispiel beim Film gucken oder sowas... Entschuldigt bitte alle, ich kann nicht anders, weil... ...ist in einer größeren Gruppe oder man unterhält sich nebenbei... Dann macht man sich seinen Hotdog und dann ist man gerade im Gespräch und dann ist der Hotdog plötzlich kalt, weil er halt die ganze Zeit im Wasser lag und das Wasser dann mehr. Das sagt der Mensch, der diesen Hotdog in einem Ding runterschlingt. Ja, richtig. Und mit wem unterhält überhaupt? Mit seinen Discord-Jüngern, die ja alle nur bannt und rausschmeißt, wenn sie was fragen? Ja, ja.
So ist es. Und das Dumme ist, die kommen auch wieder und bezahlen ihn wieder dafür. Ja. Und erst seine vielen Freunde und seine vielen Mädels, die immer zu Besuch kommen, ne? Ja, Ich kaufe mir auch einen Hotdog-Maker. echt jetzt? Okay, ich bin gespannt, ob du das besser hinkriegst. Ja, es wäre schon mal schön zu sehen, ob das jemand anders besser hinbekommt. Ich will einmal so ein Ding sehen, dass es funktioniert. Was soll denn das für eine Frage sein? Ich will jetzt trotzdem mal sehen, dass so ein Hotdog-Make-up bei irgendwem mal funktioniert. Ich will es mal sehen. Weil es ist ja eigentlich ein Gerät. Weißt du, was ich noch fühlen würde? Was? Weißt du, was ich noch fühlen würde auf den Hotdogs? Was? Zwiebeln? Frische, selbstgeschnittene Zwiebeln in der Pfanne schön angeschmort, so, dass sie so süß und braun werden, weißt du? Stimmt. Ja. Das würde ich auch noch fühlen. Ja. Aber nicht Gurke und Tomate, das ist ja ein Bullshit. Als es kalt wurde und Wasser ist nämlich eine sehr gute, ist eine sehr schlechte Wärmedämmung. Also das sorgt dafür, dass es sehr schnell auskühlt. Und weißt du, warum ich Wasser auch sehr ungern zum Kochen benutze? Weil, was macht Ja, Wasser? weil es Nahrung braucht, um zu wachsen. Genau. Genau. Das Wasser war. ist eine schlechte Wärmequelle. Oh Mann. Du hast Macht er seine vollkommen. Nudeln auch und seine Kartoffeln auch im Hotdog-Maker? Ja. Ich Oh, Scheiße. will nicht mehr. Und deswegen, wenn sie im heißen Wasser liegen, das heiße Wasser wird relativ schnell kalt und dann werden auch die Hotdogs schnell wieder kalt. Deswegen ist so eine Hotdog-Maker-Maschine eigentlich ziemlich praktisch. Es gibt viele verschiedene. Ich finde die Teile hier nicht besonders praktisch. Jetzt ist es ziemlich heiß. Jetzt kann man vielleicht noch mal versuchen. Das habe ich bisher auch noch nicht wirklich gemacht. Jetzt habe ich es einfach mal so. Ich halte es jetzt einfach mal ein bisschen rum. Kannst du dir doch nicht ausdenken. Nee. Was soll das denn? Ich Marvin verstehe kann es es nicht. besser, Mann. Ja. Normalerweise sollte das Hotdog-Brötchen ein bisschen toasten. Aber das ist, entweder sind meine Hotdog-Brötchen zu klein, das kann gut sein. Oder aber das funktioniert nicht so, wie es. Nein, diese Hotdog-Maker sind einfach eine Fehlkonstruktion, und zwar alle. Vor allem toasten, dann müsste das Ding ja Es kann glühen. beides Ja. möglich sein. So. So. Ja, nicht loslasse. Das Problem ist, es müsste ja eigentlich das Metall umschließen. Na, ich zeige es euch mal so rum, sieht man es vielleicht besser. Es müsste das Metall eigentlich umschließen, dass es zu ist, dass das Metall das Brötchen komplett umschließt. Aber das ist halt leider nicht der Fall. So, ja, das bringt nichts. Also müsste das Brötchen müsste das Metall komplett umschließen, damit es was bringt, aber das tut es nicht, weil das Brötchen einfach nicht groß genug ist oder das Teil einfach zu dick ist. Ich hab gedacht, dass das Teil ein bisschen dünner ist. Gut, hilft leider nichts. So. Hier sage ich einfach, dachte ist gut, denken ist besser. Das habe ich von Anfang an gesehen, dass diese Flederbrötchen viel zu schmächtig sind für diesen dicken Bolzen da. Ja, richtig. Es ist ein. Da kannst du so ein Schnittbrötchen, das kannst du da draufstecken. Ja, aber sowas halt nicht. Nee. Ach Mann. Aber wie gesagt, ich finde diese Burger-Buns und diese Fertig-Dinger und diese Hotdog-Buns, ich finde die eh beschissen, benutze ich nie. Ja. Außer diese Brioche oder wie die heißen, oder was, diese Oh. französischen Burgerbrötchen, die gibt es auch als Malzgebäck. Ey, das ist geil. Da hast du völlig recht. Boah, Junge. Ich habe zum Beispiel gerade welche hier, Lauge. Okay. Laugenbuns. Das ist Okay. auch geil. Nice.
Normalerweise, jetzt habe ich jetzt nicht daran gedacht, normalerweise habe ich eine Gabel hier dabei, wenn ich Hotdogs mache. Das mal hier mit drauf. So, normalerweise habe ich noch eine Gabel dabei, damit ich die Hotdogs rausholen kann. So, ich mache das jetzt mal mit dem Messer. Heiß. Wenn ich doch jetzt so ein Kochvideo mache, warum habe ich denn dann da keine Gabel liegen? Ich weiß es nicht. Oder ich würde es mit so einer Zwickzange machen, dass ich die Wurst nicht kaputt mache. Ach, das. Ach, ich würde es mit dem Finger rausholen, Alter. Und direkt in den Hals. Okay, alles klar. Ist natürlich das Einfachste, ne? Stimme zu. Einfach ist gut. Naja. So. Ich mache auch mal unten. Aua, ich habe das auch mal ausgemacht. So, jetzt ist das Hotdog. Ist der Hotdog. Hoffentlich hat er sich gescheit die Finger verbrannt. Hoffentlich. Hotdog drauf. Ich mache jetzt mal einen mit Hamburgersoße. Ist leider schon ein bisschen. Ah, habe ich schon ein bisschen benutzt. So. Muss immer darauf achten, dass man nicht zu viel nimmt. Na, willst du ruhig stehen bleiben. Dann ein paar Gurken. Ich hau die immer ein bisschen weiter hinten hin, weil hier ist noch das geschlossene Brötchen. So. Auch aufpassen, dass man nicht zu viele nimmt. So. Noch ein bisschen Käse drüber. Jetzt fällt natürlich alles an der Seite raus. So. Und schon haben wir eigentlich einen fertigen Hotdog. Ich schwöre dir in die Hand, und das ist jetzt nicht, weil ich ein Hater bin. Ich schwöre dir in die Hand, dieser Hotdog kann nicht wirklich gut schmecken. Das ist scheiße, ist das. Ja. Vor allem fällt alles, wenn du da einmal reinbeißt, links und rechts fällt alles raus. Wenn du da einmal reinbeißt, ist unten diese kleine 3 cm, die er noch geschlossen vom, gelassen hat vom Brötchen, reißen die auch noch auf und dann fällt alles unten raus. Ja, so ist es. So, weil er musste ja noch dran rumschneiden, ne? Ja. Und auf dieses Metallstück draufstecken, bis es gar kaputt ist. Ich würde ihm dieses Metallstück so gerne ins Ohr stecken, ne? Bis ganz tief rein. Ne? Mit AI? Ja, ja. Das ist ganz besonders, Rainer mit AI. Ja, ganz wichtig, ja. Genau. Das Ganze geht natürlich auch mit Senf. Kann ich das so rausnehmen? Ja. Ach, das heißt. So. Kann ich das so rausnehmen? Ja. Ah, ist das heiß. Halt. Senf und Käse zusammen. Das normalerweise. Das ist, ach komm, das ist wie Gift. Ne. Das ist scheiße. Ja. Warum überhaupt? Wir haben es das ganze Video schon gesagt. Warum hier Käse und Gurken? Das ist Augenkrebs. Ja. Ich meine, Käse macht alles geiler, aber für mich nicht auf dem Hotdog, ganz ehrlich. Ja, ja. Halt doch nicht alles. Vieles, aber nicht alles. Richtig, den Käse, da hätte ich die Tüte aufgeschnitten und mir so in den Hals gekriegt. Ja, ich bin Käse-Junkie. Ich esse 2 Kilo Käse die Woche, Digga. Ja, ist ja auch in Ordnung. Käse ist ja auch ein geiler Scheiß. Normalerweise mache ich das nicht. Normalerweise habe ich für den Senf ein Löffelchen. Ich mache das in dem Fall mal mit dem Messer. Ja, wo ist denn dann das Löffelchen, wenn du doch hier ein Kochvideo machst? Ey, weißt du, wir nutzen ja alle OBS. Er auch. Wieso drückt er nicht einfach auf Pause, holt sich das Ding und macht's dann wieder weiter? Warum? Weil er nicht freihändig aufstehen kann. Siehst du, ich bin gar kein Level Nuller, ich bin Level 1er. Alter, nice. Ich schau ihn dir an. Hier kommen die Skills, Alter. Es wäre doch noch geil, wenn er einfach auch noch die Brötchen und den Hotdog-Maker auch vergessen hätte. Macht doch gar keinen Unterschied mehr. Nö, macht's auch nicht mehr. Normalerweise habe ich ja auch noch Bockwürstchen dann, wenn ich Hotdogs mache, aber die habe ich jetzt gerade nicht. Ja. Ich will nicht mehr. Ich hole mir eine Wasserwaage, lass laufen. Ja, ich lass laufen. Ich nehme übrigens immer am liebsten diesen ganz billigen Senf. Der reicht nämlich vollkommen. Ist super. Und der kostet nicht viel. Deswegen habe ich davon eigentlich immer ein oder zwei Dinger da. Halt, halt, das habe ich noch gehört. Da muss ich noch was zu sagen. Ja, ich weiß auch fast,
was du sagen willst. Bautzner. Ja, ich wollte's. Ja. Ich habe gerade wieder einen neuen Eimer da. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Löwen, Tomi, teure, ja. Billige. Bautzner gehört ja eigentlich zu den sehr günstigen. So ein kleiner Becher kostet 40 Cent oder was, ne? Ja, ja. Aber einfach Beste von Welt. Beste. Einfach ja, Mann. So, jetzt bin ich weg. Ja. So. Und hier jetzt ebenfalls. Natürlich könnte man das Ganze jetzt ein bisschen variieren, indem man Tomaten drauf macht, indem man Paprika drauf macht, indem man irgendetwas drauf macht. Beim Senf ist übrigens die Frage, ob man das mit Käse mag. Gehst du weg? Meine Hotdogs. Beim Senf ist natürlich die Frage, ob viele das überhaupt mit Käse mögen. Viele mögen Senf und Käse überhaupt nicht in der Kombination. Ich persönlich stehe total auf Käse. Für mich ist das total geil. So. Genau, und damit ist quasi der zweite Hotdog fertig. Und das ist im Prinzip das ganze Hotdog-Video. Der zweite Hotdog ist fertig und nichts davon ist ein Hotdog, meine Lieben. Viele fragen sich jetzt, wieso hast du dafür so lange gebraucht? Weil ich hageldumm bin. Ich hatte eigentlich vor, das genauso zu machen, wie ich es jetzt gemacht habe, nur in weit größerem Maße. Wenn ich bei mir Freunde zum Geburtstag oder zu Feiern oder sonst was einlade. Du hast noch niemanden zu deinem Geburtstag eingeladen, weil es niemanden gibt, der kommen würde. Oder einfach generell so meine Kumpels vorbeikommen, wenn man einen Filmabend macht oder so. Da mache ich normalerweise nicht jetzt nur zwei Sachen. Bianca natürlich, die kam. Mit Käse und mit Tomaten, da mache ich mit Paprika. Manche mögen es mit Zwiebeln. Ich selber esse keine Zwiebeln. Und hat trotzdem nicht mit sich Ding machen lassen. Und ich habe jetzt auch längere Zeit keinen Besuch erwartet. Oder erwarte auch längere Zeit keinen Besuch, deswegen habe ich auch keine mit Zwiebeln gemacht. So. Wer keine Zwiebeln mag, der darf für mich, auch wenn ich jetzt dem einen oder anderen auf die Füße trete, der darf für mich auch niemals in seinem Leben ein Mettbrötchen essen dürfen. So. Wah. Wuhu. So goldrichtig. Ich bin, also Zwiebel, ich bitte dich, das ist, was geht ohne Zwiebel? Zwiebel geht einfach zu allem. Ja, das ist so allround. Einfach allround. Ja, überleg mal meinen Gulasch, da kommt 2 Kilo Zwiebeln rein. Ja, ich weiß, ist einfach geil. Ohne Zwiebeln wäre es nicht das Gleiche. Mm-mm. Genau, und jetzt haben wir quasi 2 Hotdogs fertig. So, bis ich jetzt den... Boah, ich kann es nicht ab, wenn die Leute am Ende vom Satz, wenn keiner was sagt, die nochmal genau sagen. Boah, ich kann das nicht ab. Das sind die ganz hart Vereinsamten. Ja, ist echt so. Die sagen dann nochmal am Ende vom Satz, niemand sagt irgendwas, selbst ein voller Raum und dann nochmal, genau. Ich krieg da. Ja, oder, ne? Oder. Ja, genau. Das ist so nervtötend. Gegessen habe, ist der kalt und andersrum. Und genau dafür will ich die Hotdog-Maschine. Weil jetzt kann ich mir einen machen, ich esse den und dann kann ich den nächsten machen und den essen und den nächsten machen und den essen und dann habe ich immer heiße Hotdogs. Oh, du hast das Rad neu erfunden, du Spast. Ja. Ach, Leute. Und genau das ist nämlich der Sinn dahinter. Ich könnte, wie gesagt, jetzt noch einen mit Tomatensauce machen. Ich habe noch unten eine paar... Was? Fängt er jetzt wieder an mit Soße kochen für seine Burger oder was? Ja. Ein Hotdog mit dem... Nee. Nee. Jetzt reicht's. Rainer, irgendwo ist Ende. Hast ja wieder nur Siff. Ja, richtig. Von einem Siff in den anderen Siff. Mann. Und ich meine nicht Star Wars. Ja, und das sind ja auch keine Siff. Für manche schon. Das sind Sith. Nee, wie heißen die? Sith. Sith. Mit TH. Sith. Ja. Jemand hat letztens in den Kommentaren, ich fand es super witzig, hat er gesagt, Rainer ist kein Sith Lord, sondern ein Sith Lord. Ist so. Ja. Unterschreiblich. Ja, ich auch. Wisst ihr was, wenn wir schon das Video machen, ich hole noch schnell
Tomatensoße. Löffel für den Senf. Nein, der holt Tomatensoße. Ich wette, der holt Tomatensoße. Nein. Ich hole noch schnell. Und dann machen wir das auch noch schnell. Was? Soße machen. Ich habe noch unten eine paar. Wisst ihr was? Wenn wir schon das Video machen, ich hole noch schnell das Ketchup. Und dann machen wir das auch noch schnell. Okay, das Ketchup holt er. Okay. Ja, Ketchup würde so. Ich auch drauf machen. Da, jetzt kann er Pause drücken. Zum Löffel holen geht's aber nicht. Ist immer noch kein Löffel da. Oder Gabel. Ah, hör auf, ey, hör bloß auf. Ich habe jetzt Tomatenketchup geholt. Das ist in dem Fall ist ein ganz normales Tomatenketchup. Von ja, natürlich. Ist klar. Ganz schlicht, ohne irgendwas. Würde ich euch auch... Ey, ist mit Sicherheit nicht schlecht. Ja-Produkte sind sehr oft sehr, sehr gut, ne? Findest aber ich habe alle Ketchup-Sorten ausprobiert, wirklich alle. Teure, billige, alle. Livio, Tomi, Kraft, die günstig, die Hausmarken. Es muss Heinz sein, Alter. Es muss einfach Heinz sein. So wie bei Senfbautner. Ja, eigentlich schon. Früher habe ich auch gern Düsseldorfer aus dem Glas gegessen, scharf, ne? Okay. Irgendwie gibt es den nicht mehr, oder? Ich finde ihn nicht. Ich habe ihn hier auch nicht. Ich habe ihn hier auch nicht. Siehst du? Ich empfehle, das zu nehmen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund. Denen ist es wahrscheinlich ähnlich ergangen wie der Marke Bluna. Kennst du den noch? Ja, klar. Wir sind alle ein bisschen Bluna. Oh, da könnten wir jetzt einen Talk anfangen. Wenn ich jetzt über Sachen rede, die abgesetzt wurden. Ne? Ey, es gibt Sachen, dafür würde ich mir einen Finger abschneiden, dass die wieder auf den Markt kommen. Wie Hot Pockets. Kennst du noch Hot Pockets? Ja, kenne ich noch. Alter, ich habe noch niemals ein geileres Mikrowellenessen in meinem ganzen Leben gegessen und plötzlich waren die vom Markt. Du kriegst sie nur noch in Amerika, die verschicken sie dir auch nach Deutschland. Da zahlst du aber hunderte für Euro für eine Packung wegen Zollgebühren und hast du nicht gesehen. Ja, leider. Das kannst du vergessen. Ey, und das war, Hot Pockets, krank. Was? Da kommt keine gefüllte vom Italiener mit. Ey, das war einfach krank. Ich trinke nichts mehr Süßes. Aber für Bluna würde ich töten. Ey, ich bin ja ein Fanta-Joe, Alter. Okay. Absolut. Also Orangen-Limonade sowieso Orangen-Limonade, geilste. Okay. Alter, Bluna, ich hab das geliebt. Alter, hab ich das geliebt. Junge, Junge. Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Warum wird sowas abgesetzt? Ja, weil halt pleite gegangen. Verstehe? Nee. Bluna gibt's nicht mehr. Das sind doch Kartellgeschichten, oder? Hä? Das sind doch Kartellgeschichten, das... Guck mal, was die Hot Pockets für einen Absatz hatten. Trotzdem wurden sie eingestellt. Keine Ahnung, vielleicht gab es doch nicht den gewünschten Umsatz. Ich habe keine Ahnung, aber kann schon sein. Also ich würde sehr viel Geld bezahlen. Für so eine Zweierpackung Hot Pockets würde ich 10 Euro bezahlen, sage ich dir in die Hand. Einfach, um die wieder essen zu können. Ja, glaube ich. Alter, wir sind schon wieder abgeschwoven. Abgeschwiffen, ne? Wenn ihr jetzt, das mache ich ab und zu auch, eure Hotdogs mit Senf oder Ketchup und dann auch noch mit Salz und Pfeffer würzen wollt, dann würde ich empfehlen, nehmt wirklich ein gewürzloses oder schinknormales, einfaches Tomatenketchup ohne irgendwelche zusätzlichen Sachen wie das Curry-Ketchup oder so, weil dadurch sind die Hotdogs besser hinterher. Weil wenn ihr da zu viel Geschmack drinnen habt, macht es das hinterher kaputt. Keine Sorge. Deine Gurke nimmt den Geschmack. Ja. Vor allem, was er labert. Was meinst du, wie viele Gewürze und Geschmacksverstärker in so einem Tomatenketchup sind? Der hat ja, der schmeckt ja nicht nach nichts. Der hat ja einen richtig schönen Geschmack. Richtig. Aber seine Meinung? Matti, jetzt mal ehrlich. Würdest du deinen Hotdog oder deinen fertigen Burger salzen und pfeffern? Der Salz und Pfeffer würde ich, das hätte ich dabei nicht mal im Kopf. Nee, da würde ich mir eher die Hand abhacken. Ja, ist so. Das hätte ich nicht mal im Kopf, sowas. Was ich wirklich machen würde, ich würde mir Suppenbrühe in das Wasser tun und damit die Würstchen kochen. Das würde ich eventuell machen. Das werde ich nicht kommentieren, weil du mein Freund bist. Oh, oh. So schlimm gleich? So ein Schwachsinn habe ich auch noch nicht gehört. So. Jetzt habe ich wieder die Gabel vergessen. So. Oh, ich sehe schon das. Ich auch. Ich sehe schon. Oh Gott.
einer der Gründe, warum ich die Ketchup-Dosen, die Ketchup-Dinger nicht mag. Jetzt meine Frage, wieso hast du die Sand zu Hause? Wieso? Ich kaufe mir immer die Heinz-Drücktuben. Die sind optimal zum Dosieren. Richtig. Diese Flaschen, die haben schon immer nichts getaugt. Nee. Schrecklich. Ja. Und er hat doch das Messer da. Wieso geht er damit nicht rein und... Ja. Ach Mann, warum? Warum, ey? Warum, Nein, ich kann nicht hinsehen. Genau deswegen. Genau aus diesem Grund. Und er sagt selber noch, genau deswegen. Das ist aber auch ein Blödmannsgehilfe. Das kannst du dir nicht ausdenken. Der gehört wirklich für immer weggesperrt, der Typ, ey. Das gibt's nicht. War so klar, dass das jetzt passiert. Am besten das nächste Mal nimmt er sich noch einen Teller mit und dann macht er dann erstmal den Ketchup drauf. Ja. Alter. Tuli, ey. Den wird. So, aber er. Jetzt wird er wieder genau das machen, wie ich es wieder komplett dicht machen würde. Wo hat er denn den Senf? Ist der weg? Tatsache, ich sehe ihn auch nicht. Er hat doch gerade gesagt, Senf und Ketchup würde er machen. Das finde ich zum Beispiel wieder scheiße. Aber ich würde Ketchup und Remoulade machen. Das ist gut. Stimmt. Aber wahrscheinlich steht die zwischen dem diesen unbrauchbaren Teller und der Hotdog-Maschine, denke ich. Ja, kann sein. Dieser Teller, der regt mich in der ganzen Folge so auf. Ich sag's dir. Dieser Teller und Rainer müssten ein Team bilden und es passt. Jetzt tu das einzig Richtige. Die Position stimmt. Jetzt tu das einzig Richtige mit dem Messer, Digga. Ich weiß, was er meint. Halt deinen verfickten Wanst auf. Dann noch Gurken drauf. Genau. Frei nach dem Motto, die Gurken müssen auch weg. Aber nicht hier. Noch ein bisschen Käse drüber. Passt. Und damit haben wir ein Standard-Hotdog, das einzige. Ey, das hat jetzt so lange gedauert. Ich wette mit dir, dieses Würstchen hat keine Hitze mehr an sich. Das Ding hat mit dem Standard-Hotdog, wie er es nennt, nichts zu tun. Nichts. Nein. Nichts passt daran. Nichts. Ja, nichts. Ein Standard-Hotdog ist Brötchen, Wurst, Senf und Röstzwiebeln. Und fertig aus Mickey Mouse. Das einzige, was ich tauschen würde, wäre Senf mit Remoulade. Das wäre das Einzige, was ich tauschen würde. Alles andere bleibt, wie Gani jetzt gesagt hat. Nein, ich meine das auch, wie der Amerikaner macht. Ne? Ich würde es auch tatsächlich eher mit Remoulade machen. Okay. Verdammt. Da! Es ist schon raus. Du hast doch nicht mal reingebissen. Ja, Mametti, isst du gerne Bratwurst? Alter Junge, das esse ich ohne irgendwas. Gut, da gebe ich dir am Ende des Videos mal noch einen schönen Tipp für. Ich wette, den kennst du noch nicht. Ich kenne viele nicht. Okay, ich bin gespannt. Das Einzige, was jetzt fehlt an dem Standard-Hotdog. Ha, Gani wird sich freuen, wir sind gleich durch. Ja, Mann. Ist, dass da keine Zwiebeln drauf sind. Aber du musst zugeben, so schlimm war es nicht, oder? Nein, aber es ist die komplette Scheiße. Ja, das schon. So. Das sind jetzt drei verschiedene Varianten von Hotdogs. Ach, alle drei falsch. Alle drei ganz furchtbar verschieden. Ja. Der ganz normalen Hotdog. Verschieden falsch, aber falsch. Soße. Es gibt natürlich noch andere. Es gibt noch Sandwich-Soßen und. Das könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Ihr könnt natürlich auch mit den Sachen, die ihr drauf macht, variieren. Senf wollt ihr noch drauf machen, aber wo ist bitte der Senf beim Ketchup? Da war kein Senf. Nö. Ja. Grund von Unmögen, also ich mag das halt nicht. Deswegen habe ich jetzt keine, ich sag's tausendmal, Entschuldigung, deswegen habe ich keine Zwiebeln drauf. Hätte er jetzt die Gemüsegurke einfach, wenn er keine Zwiebeln will, einfach durch eingelegte Gewürzgurke ersetzt. Das hätte geschmeckt wie verrückt, Digga. Ja. Es wäre so einfach. Und gewesen.
Ja, das war es eigentlich an sich schon soweit. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Zeug. Da kann ich jetzt noch ein paar Hotdogs mitmachen. Habe jetzt nur noch eine warme Wurst. Die Hotdogs, bis ich die jetzt essen kann, sind leider alle. Ich frage mich jetzt eh, warum er die Würste warm gemacht hat, weil er wird keinen einzigen warmen Hotdog essen. Ja, das ist so. Ich frage mich auch. Ja. Die sind alle drei mit Sicherheit schon kalt. Kannst du vergessen, dass die ja, noch ein bisschen Wärme also, haben. Wozu das Ganze? Weil die Bockwurst schmeckt auch kalt. Geil, fressig ohne Ende. Ja, klar. Das ist ja nicht die Rede, aber der hat's warm gemacht, um es wieder kalt werden zu lassen. Ja. Ich hätte jetzt gern mal gesehen, dass er auch mal in einen reinbeißt, sodass die ganze Scheiße da hinfällt, weißt du? Ja, richtig. Hätte ich auch gerne gesehen, aber nee. Hat er bestimmt oft gemacht. Bestimmt. Kalt. Das ist einer der Gründe, wieso ich das hab. Noch einmal, weil ich mag nichts weniger als kalte Hotdogs. Was ist, will der mich verarschen? Was war das wieder für ein dummer Spruch, oder? Das ist so blöd, ey. Die sind alle drei kalt. Einer kalten Hotdogs ist doch nichts schlimm, ey. Jetzt mal ehrlich. Ja, davon abgesehen, sagt er, es gibt nichts Schlimmeres wie kalten Hotdog. Lässt die aber da stundenlang liegen. Ja. So. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wenn ich mir die Hotdogs so angucke, sieht das aus, als wären das Pimmelburger. Da denkst du, die bissen dir gleich ins Gesicht. Mit grüner Note. Und ordentlich Käse. Ah, ich kann. Mir tut der Bauch weh. Also, wenn Lamette dieses Video gucken sollte, wird sie heute Nacht nicht schlafen können. Ich glaube auch. Ein schön garnierter Käse-Pimmelburger mit Rainers Händen. Das wollen wir doch alle essen. Ja, ich liebe es. Schön. Hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö. Ja, Leute, Ende Gelände. Oh, was ein Schwachsinn, ey. Du wolltest noch was sagen zum Ende, jetzt wegen Bratwürste. Ja, genau. Manch einer weiß es vielleicht schon, aber viele werden es nicht wissen. Bratwürste, was ist geiler, als wenn man die auf den Grill schmeißt, oder? Ja, das Geilste. Im Winter tust du das nicht. Viele Leute kochen, machen Bratwürste in der Pfanne. Ja. Schon mal eine Bratwurst aus der Pfanne gegessen? Ja. Ist doch scheiße. Absolut. Jeder aber hat doch einen Einbaugrill in seiner Küche. Ich habe das irgendwie vor 25 Jahren, habe ich mir das mal einfallen lassen. Nicht nur bei Bratwürsten, aber insbesondere bei Bratwürste, Krakauer, egal was, ne? Mhm. Pack doch einfach mal diese Bratwürste in den Ofen. Okay. Und ich schwöre dir bei Gott, du hast sie wie vom Grill. Denn nichts anderes ist ein Ofen. Nichts außer Pfanne, diese quietschigen, weichen, quetschigen, schmetschigen, saftigen, ekelhaft in Öl noch angebratenen Bratwürste. Pack die Bratwürste in den Ofen aufs Rost. Okay. Und du hast eine gegrillte Bratwurst, die auch richtig schön so aufreißt wie vom Grill, braun wird. Und die schmeckt knackig und geil und nicht wie dieses Latschige aus der Pfanne. Wer einen Bratwurst in der Pfanne macht, der hat es noch nie im Ofen probiert. Ich schwör's dir, das ist der Hammer. Du hast keinen Abwasch. Du sparst Fett ohne Ende. Du sparst Energie. Naja, gut. Aber du musst nicht sauber machen in der Pfanne, Ceranfeld. Und du hast eine Wurst, die knackig schmeckt wie vom Grill. Mach dir deine Bratwurst mal in den Ofen, Digga. Geil. Okay, alles klar. Das ist eine Offenbarung. Das ist wie, als hätte die dir einer vom Grill geholt. Und so sieht die auch aus dem Ofen. 180 Grad, 190 Grad und im Auge behalten. 10 Minuten, 8 Minuten im Auge behalten. Und wenn die die Bräune hat, die du magst, rausgeholt, reingebissen, du wirst nie wieder eine Bratwurst in der Pfanne braten. Nie mehr. Alles klar. Das ist wie Tag und Nacht. Ich werde es probieren. Okay, mach das mal und dann sag es mir mal. Werde ich tun. Junge, Junge. Eventuell schicke ich dir sogar ein Bild davon. Ja. Weil das ist ehrlich, das ist krass geil. Das ist einfach optimal, original gegrillt. Mhm. Hart. Naja, das wird ausprobiert, alles klar. Bratwurst das geht mit vielen Sachen. Das geht mit vielen Sachen. Auch wer sich sein Nackensteak vom Schlachter holt und dann mit Öl in der Pfanne anbrät. Das ist doch
Überflüssige Scheiße. Hau dir dieses Nackensteak doch einfach mal aufs Rost in den Ofen. Das ist wie gegrillt. Okay, nice. Alles klar? Ja. Wird probiert? Junge, Junge. Alles klar. Habe ich noch nie ausprobiert. Dummgelaber von diesen Timos und Reiners, diese Idioten. In der Pfanne bei ganz hoher Hitze, dass die Poren sich schließen. Poren hat Haut. Fleisch hat keine Poren. Poren gibt es bei Fleisch nicht. Fleisch hat Fasern und die verschließen sich nicht. Nicht für dich, nicht für mich, für niemanden. Ende Gelände. Dabei ist Haut so. Kein Organ. Hm? Ja, richtig. Ich kann das nur jedem, der Bratwurst mag. Und ich meine, ey, was gibt's? Gibt's viele Sachen, die geiler sind als eine Bratwurst? Seien wir doch mal ehrlich. Nee. Also Bratwurst ist schon, Leute, wirklich. Also, ne? Oder wenn man Bock hat auf Currywurst, ne? Mache ich mir auch öfters mal. Dann klein schneiden und dann tatsächlich, ich mag Hela Gewürzketchup, habe ich auch noch hier, mag ich nicht mehr. Ich mache dann wirklich Tomatenketchup drauf und Currypulver. Okay. Aber die Wurst aus dem Ofen, das ist wie aus der Pommesbude. Mega nice. Geil. Perfekt. Alles klar. Musst du ausprobieren, Digga. Ihr alle. Boah. Okay, Leute, ihr habt's gehört. Ausprobieren. Gerne mal in die Kommentare neimeldeln nachher, wie es geworden ist. Das gleiche gilt übrigens auch, wenn du dir selbst Frikadellen machst. Ne? Du musst die nicht noch in Fett anbraten und dann hast du wieder Abwasch und Spritzer. Und mach doch deine selbstgemachten Frikadellen, legst doch einfach aufs Blech, auf dem Backpapier in den Ofen. Ja. Sparst Fett ohne Ende und die werden tipptopp. Okay, nice. Gute Idee. Ich werde es probieren. Alles klar. Ja, ist so. Gilt für Leberkäse, Krakauer, egal was. Leute, ihr habt es gehört, kochen mit Ganni. Ja, und bei Bratwurst ist es ganz extrem, weil dieser Unterschied zu einer Pfannenbratwurst ist extrem vom Geschmack her, ne? Weil das ist wirklich wie vom Grill. Ja. Ja, das war's, ich hab fertig. Perfekt. Dann finde abschließende Worte. Ich? Ja, du. Wer, hier ist sonst niemand. Wenn ich durch den City reise. Ja, dann. Das war's von mir. Das war's von hier. Wiederschauen und reingehauen. Und danke für die Einladung. Und ja, man sieht sich, Freunden. Ja, da habt ihr es gehört. Auch danke, dass du da warst und Zeit hattest. War nice. Und das ohne Aussetzer. Wow. Und ja, Leute. Wow. Ich hoffe, euch hat es allen gefallen. Dann wünsche ich euch schönen Tag. Wir haben euch alle lieb. Ja? Und euer Ganni und euer Mitty sagen gemeinsam jetzt Medal of.